Sehr geehrtes Präsidium, meine Damen und Herren! Ich möchte auf zwei Punkte aus unserem Antrag eingehen. Bevor ich das tue, aber muss ich noch mal auf die unglaubliche Rede der Vorrednerin Zax von den Grünen eingehen. Das, wie man das klassisch bewerten wird, ist Thema verfehlt, Sätzen 6. Wir behandeln in unserem Antrag ganz sachlich Unzulänglichkeiten hier in Hamburg, die den Wahlkampf einer demokratischen Partei in einem erheblichen Maße beeinträchtigen. Und Sie haben nichts anderes zu tun, als mit völlig weltfremden Geschichten daherzukommen, die mit dem hamburgischen Wahlkampf nichts, aber auch überhaupt nichts zu tun haben, ziehen sich so aus der Verantwortung. Das ist verantwortungslos. Ich gehe auf zwei Punkte unseres Antrags ein. Das erste ist die Ziffer 1 unseres Antrags, wo wir einen Appell richten an alle Abgeordneten und Fraktionen hier im Hause, zu unterstützen unser Petitum, die Aussage, dass und inwieweit der Wahlkampf in Hamburg frei und demokratisch sein sollte und dass wir alle Einschränkungen dieses Wahlkampfs gemeinsam entgegentreten sollten. Wer diesem Petitum nicht zustimmt, da muss ich ehrlich sagen, da habe und hätte ich erhebliche Zweifel an der demokratischen Zurechnungsfähigkeit derjenigen Abgeordneten. Jetzt komme ich auf den weiteren konkreten Punkt, die Wahlplakate. Wahlplakate zu beschädigen ist keine Nebensächlichkeit und ist kein Kavaliersdelikt. Wahlplakate zu beschädigen ist ein Angriff auf die demokratische Willensbildung hier in unserem Lande, ist ein Angriff auf das Fundament unseres demokratischen Staates. So deutlich muss ich das hier formulieren. Deswegen unser Petitum, das auch in der gebührenden Art und Weise dem Wert des angegriffenen Rechtsguts entsprechend strafrechtlich zu würdigen. Im Moment ist das Strafrecht an der Stelle unzulänglich. Es wertet nämlich derartige Angriffe, bei denen Plakate heruntergerissen und beschädigt werden. Christoph Walczak hat konkrete Zahlen und Daten dazu gegeben, als bloße Sachbeschädigung. Das hat zwei Folgen. Das wird nur auf Antrag verfolgt. Und es hat die Folge, dass die Staatsanwaltschaft wiederholt derartige Delikte wegen Geringfügigkeit einstellt, mit der Begründung, es ginge ja nur um die Beschädigung eines Kabelbinders im Wert von 50 Cent. Das muss man sich mal vorstellen, wie ein Hohn kann man das nur empfinden, wenn man sieht, wie dadurch tatsächlich die Chancengleichheit der Parteien verzerrt wird. Deswegen ist es unbedingt nötig, das Strafrecht an der Stelle zu ändern. Deswegen unser Petitumspunkt Römisch 2, Ziffer 1, eine Bundesratsinitiative zu diesem Zweck zu initiieren, damit hier das angegriffene Rechtsgut, nämlich unser demokratischer Willensbildungsprozess, angemessen berücksichtigt wird und das Ganze selbstverständlich als Offizialdelikt verfolgt wird, nämlich von Amts wegen, wie sich das gehört, wenn Gemeinwohlinteressen berührt sind. Das erstmal in aller Ruhe und Sachlichkeit in Ergänzung auf die Rede von Christoph Walczak und zur Entgegnung auf die, ich sage jetzt mal ganz zurückhaltend, unglaubliche Rede von Frau Zax von den Grünen. Ich behalte mir vor, gern nachher noch mal ergänzend weiteres vorzutragen. Vielen Dank.